Ich hab keinen Bock. Das ist viel zu früh. Ich muss jetzt mal gucken. Ich bin sogar schon ein bisschen früher wach. Normal klingelt mein Wecker gleich in 2 Minuten. Ich will den am besten mal raus, weil die Emily schläft noch, bevor es klingelt. Oh nein, hoffentlich habe ich mich noch nicht ausgesperrt. Ach, Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich habe mich ausgesperrt. Ich guck jetzt. Ich muss jetzt noch mal schauen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Standfüße, die wir geladen haben, ne, da kann man dann so die Schilder für Schilder und sowas, ist das normalerweise. Da haben wir ein paar von geladen, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass das nicht reicht. Aber wir müssen auf der einen Seite, muss man schon extrem, extrem hoch unterbauen. Und ich nehme noch mal ein paar mit. Ja. Und ich muss noch mal gucken, ob ich hier irgendwie ein Holz für eine Rampe oder sowas bekomme. Weil, ja, Rampe müssten wir auch bauen, damit wir auf die Dinger auch drauf fahren können. Aber das sieht schon gut aus, was ich da hinten sehe. Ich gucke jetzt mal, ne? Guck mal hier, das, was hier steht, sieht ganz gut aus. Und hier unten liegt noch eins, das sieht auch ganz gut aus, das nehme ich mit. Ich lade das jetzt noch. Bis dahin ist mein Eis fertig und das Holy fertig und dann fahren wir auch schon langsam los. Bin aber gut dabei. Also ich bin wach. Ich habe relativ gut geschlafen dafür. Aber es ist trotzdem zu früh. So. Ich habe alles geplündert, was ging. Ich brauche ja auch noch ein bisschen was hier. Ich habe von einem anderen Schießwagen Holz noch mitgenommen. Die Podiums müssen wir nämlich auch noch hinlegen und unterbauen. Und hier haben wir ein paar Füße. Ich schätze mal, ich werde hier auf der Seite, weil das steht halt so an so einem Berg, ne? Wenn wir bestimmt 3 auf jeder Seite drunter machen müssen. Von den Füßen hier. Okay, let's go. Wir sind angekommen. Ich schließe den Cosmic gerade mal auf. Wagen steht soweit. Sieht auch ganz gut aus. So steht er halbwegs gerade. Und so steht er auch gerade. Ihr seht ja hier. Ne? Ich hab ein bisschen die Befürchtung gehabt, ich müsste auf 3 Dinger hochfahren. Aber 2 geht auch. Das sieht eigentlich relativ gerade aus. Vielleicht gehen wir noch mit den Stützen noch so den Rest ausgleichen, was noch so geht. Aber ja, das geht schon. So, da hinten kommt schon der nächste Kollege gefahren. Mal hier die Dinger noch ein bisschen zur Seite räumen. Genau, wir fangen jetzt an aufzubauen. Es steht schon soweit. Ein paar waren schon da, wie wir angekommen sind. Aber es war noch genug Platz zum Rangieren. Mashallah, let's go. So, meine lieben Freunde, wir stehen soweit. Der Anna macht hier gerade die Pipeline sauber. Es stinkt wie Sau. Also, Laden steht soweit. Alles aufgebaut. Hat jetzt hier nochmal Podium hingelegt. Das hier zumindest hier auf der Seite, dass man hier ein bisschen höher steht. Es wäre auch zur Not, wäre es auch ohne gegangen, ne, wenn man mal so schaut. So, und hier schießt man ja gar nicht. Ne. Das wäre auch noch zur Not ohne gegangen. Aber ja, das haben wir hier hingelegt. Ist auch schön fest. So, dann ist Cosmo hier am Start auf jeden Fall. Crush kommt morgen wahrscheinlich schon mal her einräumen. Wir machen jetzt soweit erstmal alles fertig, dass alles aufgebaut ist. Dann muss Crush hier noch herkommen. Weil wir haben jetzt schon kurz nach 11. Ich muss ja spätestens um 1 eigentlich wieder in Groß-Gerau sein. Das ist ja heute wieder offen, auch die nächsten Tage. Ja, die Olle muss halt morgen nach der Arbeit nochmal herfahren und macht dann hier alles ready. Und wir sind dann ab morgen wieder in, oder ab heute mit Livestream, morgen wieder in Groß-Gerau. Die ganze Woche da und Cosmo fährt hierher. Ja, ich zeige euch mal, mache hier mal den kleinen Rundgang. Da halt hoch, die Straße hoch steht noch nicht so viel. Ne, ansonsten hier so ein, was sind das, so ein Laufgeschäft oder was? Ne, so ein Karussell? Keine Ahnung. Hier auf jeden Fall ein Karussell. Dann das Zelt wieder am Start. Zelt wieder am Start, ein großes Zelt. Kennt man hier aus Freudenberg, die haben immer ein großes Zelt am Start. Ne?
hier auch dann mit Bühne, Live-Musik, alles dabei. Und jawohl, schauen wir mal, gehen noch mal raus. Zeige ich euch noch mal hier draußen, was hier noch so am Start steht. Hier Manhattan. Manhattan Hip-Hop-Rundfahrgeschäft. Genau, hier auch noch so ein Polyp. Ein Krake, sowas in der Richtung. Magic heißt das Ding. Ist hier am Start. Und hier auch noch mal so ein Rundfahrgeschäft. Ich muss sagen, so große Rundfahrgeschäfte stehen hier eigentlich immer schon ein paar. Das haben sie hier in Freudenberg immer am Start, 2-3 Stück. Ja, da vorne steht noch mal eine Schleife. Ein Simulator. Und genau, hier noch die Schleife vom, müsste vom Barty sein, oder? Weiß ich gar nicht. Nee. Vielleicht ist nicht die vom Bart, oder? Doch, ist die vom Bart. Und vom Laux, der Autoscooter. Na, und dann halt die Straße hoch, noch ein paar Buden und so, aber das ist ja jetzt noch nicht so viel aufgebaut. Genau, meine lieben Freunde. Also, wir machen jetzt den Laden zu. Und dann geht's ab nach Groß-Gerau. Ich muss unbedingt tanken. Ich bin schon mit ziemlich leerem Tank hierher gefahren. Wollte dann auf dem Rückweg tanken. Jetzt muss ich hier ein paar Mal hin und her rangieren. Musste noch von den Kollegen noch ein paar Mal den Wagen hin und her schieben. Jetzt ist der Tank ganz schön leer. Ich meine, die Tankstelle ist nicht weit. Die ist gerade, wenn man hier die Straße runterfährt, ist gerade die Tankstelle am Start. Aber ja, es ist wirklich leer. Ich hoffe, dass es reicht. Ansonsten geht es nur bergab, dann kann man rollen lassen. Let's go. Also wir machen die Bude zu. Boah, es stinkt wie Sau, Alter. Boah. Wir machen die Bude zu und dann ab nach Groß-Gerau. Let's go. So, meine lieben Freunde, wir haben es geschafft zur Tanke. Ich war schon tanken und wir haben, ich weiß nicht, ob man es sieht, wir haben so gerade so die Hälfte geschafft. Ich habe für 300 Euro getankt. So 150 Liter ungefähr. Ja. Kommt hin, ne? Also so 300 Liter Tank. Da wird man schon ein paar Scheinchen los, wenn man das hier tanken will. So, wir fahren jetzt nach Hause. Den Cosmo schmeiße ich bei uns am Krankenhaus raus. Da wird, wie gesagt, der Vater ist da am Kinderkarussell aufbauen. Und den Cosmo schmeiße ich dann da raus. Und ich selber fahre dann nach Hause, stelle die Maschine ab, ziehe mich um, mache mich fertig und fahre dann nach Groß-Gerau rüber. Und dann machen wir in Groß-Gerau auf. Wird ja noch dauern. Wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt haben, 11:30, nee, 11:40, glaube ich. Ich weiß nicht, was hier an Stau ist, ne, weil hier Wiesbaden, ich weiß nicht, für die Leute, die aus der Ecke kommen, die haben hier ja die Autobahnbrücke gesperrt und. Du kannst hier nirgendwo mehr langfahren. Deswegen fließt dieser ganze Verkehr durch die Stadt hier. Dementsprechend ist hier extrem viel Stau. Heute Morgen, wie wir hergefahren sind, ich habe schon eine Stunde hierher gebraucht, weil hier alles so zu ist, ne? Und mal schauen, wie schnell wir jetzt heimkommen. Aber ich denke, ich sollte das auf jeden Fall rechtzeitig nach Groß-Gerau schaffen. So ab 1 Uhr geht's los. Wenn ich da um 1:30 oder so ankomme, denke ich mal, wird es nicht so wild sein, weil unter der Woche ist da relativ wenig los. Ja, ansonsten haben wir es doch schon mal so weit geschafft. Ich muss sagen, so rückblickend bin ich heute Morgen doch ganz gut aus dem Bett gekommen. Ich bin aber auch früh ins Bett gegangen und bin zum Glück auch relativ schnell eingeschlafen. Ne? Das ist immer so eine Sache, weil ich schlafe halt extrem schwer ein. Extrem schwer. Und wenn du dann halt am nächsten Tag raus musst und bist dann halt noch bis 3 Uhr, 4 Uhr wach, weil du nicht einpennen kannst, dann kommt das einem nicht so zugute, wenn du dann so früh raus musst. Aber es ging. Es ging. Es ist scheiße. Also geil war es trotzdem nicht, aber es war okay. So, also dann wieder ab nach Groß-Gerau. Und dann weiß ich gar nicht, wann wir uns vlog-technisch das nächste Mal wieder sehen. Die Livestreams laufen jetzt. Das heißt, einschalten, dabei sein. Ich weiß nicht, wann der Vlog kommt, ob dann die Livestreams schon wieder vorbei sind. Vlogs sind momentan eigentlich relativ zeitnah. Ja, schaut rein.